Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzer Map in der Holzer Challenge zusammen mit dem Boxer. Moin. Moin. Zusammen sind wir das Team Salty Beans. Woohoo. So. Lieber Boxer, wir haben es ja letzte Folge schon quasi angeteasert. Wir haben gerade ganz kurz drüber gesprochen, kann man ja sagen. Ich glaube, wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, vielleicht etwas Geld zu verdienen. Wollen wir unser Glück versuchen? Ach so, ja, können wir machen. Boah, okay. Was ist das denn für eine krasse Spritze? guck ich mir gleich mal an. Ich spring mal hoch. Ja. Dafür, aber das ist ja kein Problem. Schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Guten Tag, die Herren. Hallo. Schauen wir mal, ob wir uns einig werden. Das klingt schon mal sehr gut. Wir haben ja noch gar keinen Vorschlag vorgebracht. Es geht nicht um euch. Ach so, ja, schade. Aber vielleicht kriegen wir da auch was hin. Wir hätten da eine Frage. Ja. Wir wissen, ihr habt auf der 30 Ackergras angepflanzt, aber das wird nicht reichen, vermute ich mal, für die 100.000 Liter. Naja, das Positive an Ackergras ist, es wächst nach. Ja, das stimmt, aber wir würden euch unterstützen wollen. Also wir sind ja, ne, Blutsbrüder und man muss ja zusammenhalten. Wir hätten was über, wir würden es euch verkaufen. Verkaufen? Ja, verkaufen. Wie viel? Pff, ihr dürft gerne mal einen Preis raushauen und dann sage ich euch, wenn du was verkaufen willst, musst du auch einen Preis parat haben. Ja, 1.700 pro 1.000 Liter. Vergiss es. Warum nicht? Ganz, weil es nachwächst. Da warten wir doch lieber noch einen Tag. Ja, ich habe auch keine 100.000 Liter, du musst es trotzdem noch einmal gerne ernten, aber 65.000 liegen bei uns bereit, könnt ihr sofort mitnehmen. Ja, haben wir nicht das Geld. Habt ihr nicht das Geld? Wir sind pleite. Sorry, aber haben wir nicht. Sag mal, was habt ihr eben mit der Kohle gemacht? Was für Kohle? Ja, ihr hattet... Kohle? Entschuldigung, Boxe. Ihr hattet eben noch 300 Riesen mehr. Was? Ja. Halte für ein Gerücht. Ich auch. Was habt ihr gekauft? Wir können es uns nicht leisten, so leid es mir tut. Ja, ist ja okay. Achso, ihr habt auch eine Primus gekauft. Ja, Glückwunsch, die zweite, die wir haben. Ja, ist ja natürlich, sagte. War ja nur ein Vorschlag, ob ihr ob ihr das selber machen wollt oder ob ihr von uns was beziehen wollt. Wenn ihr sagt, ihr macht das selber, ist okay. Ich kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. Richtig. Ja. Gut. Nee, wir hatten gerade Zeit, deswegen haben wir gedacht, kaufen wir sie, dann haben wir es nämlich auch hinter uns. Ja. Gut. Nee, dann kauft ihr, macht ihr mal die Primus. Wie gesagt, ja. Angebot steht, wenn ihr Ackergras benötigt, 1,7 Verhandlungsbasis pro 1.000 Liter. Einziehen Verhandlungsbasis. Okay, ich schreibe es mir auch und überleg's mir. Ja, gerne. Die wichtigere Frage für mich, wann kriegt die Seemaschine wieder? Das weiß ich gar nicht, wir haben die gar nicht. Warum? Du hast die abgeholt. Ja, doch, ihr habt die. Na, wir haben die nicht, die stand am Feldrand, die kann jeder mitgenommen haben. Ich hab die doch gesehen, wie du sie mitgenommen hast. Hast du aufgepasst? Ich stand auf der Gegenseite vom Feld und hab gedacht, was ist denn das hier? Wer nimmt hier was mit? Nee, du standst nicht auf der Gegenseite. Könnt ihr gerne haben, wir brauchen sie gerade nicht mehr. Ach so. Soll ich sie euch gleich runterbringen? Das wäre super, darauf wollte ich hinaus. Ja, natürlich, weißt du? So nett. Ja, so nett sind wir, dass wir unsere 50% der Seemaschine auch gerne zu euch runterbringen. Naja, ja, ist richtig. Finde ich gut. Ja. Darauf kann man aufbauen. 1,7, ne? Preis steigt. Gut, dann lass ihn steigen. Gut, Seemaschine stelle ich euch gleich hin. Wunderbar, danke. Super, tschüss. Tschüss. Okay, die ist kacke, die Spritze. Warum? Die kannst du nicht hoch genug machen. Du bleibst nur am Zaun kleben. Dann haben wir ein Problem, weil wir haben sie ja jetzt gekauft. Ja, ich hab's geahnt. Aber die kannst du hochmachen, oder ja, nicht? Ja, aber der Zaun ist höher, gerade in den Gebirgen. Ah, nein. Okay. Ja, dann müssen wir halt im Zweifelsfall vorsichtig fahren. Wir können sie jetzt nicht veräußern. Das ist scheiße. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ja, aber... Also, wenn wir sie jetzt verkaufen... Ich weiß. Nee, warte, jetzt ohne Scheiß. Wir kriegen noch 64,5 für, weil sie erst 0,1 Betriebsstunden hat. Der Verlust wäre minimal. War ganz kurz die Frage. Habt ihr heute auch massive Probleme wieder mit Lex? Nee. Ab und an mal, tatsächlich. Also, dass ich mir eine Pirouette drehe, aber ansonsten geht's tatsächlich. Okay. Nee, ist gut zu wissen. Ja. Also selten. Ich glaube aber, das liegt immer daran, dass schon 8 Primus gekauft wurden.
Ja, wäre auch möglich. Ja, also ne, vielleicht liegt es daran, dass das heute schon eine Menge gekauft wurde. Ich weiß ja nicht, wie regelmäßig das bei dir ist. Wir kaufen es einmal im Monat. Ja. Eine Primus. Aber eine Primus, ja, die verkaufen dann wieder spottgünstig weiter, ne? Ja, also dann sag mal Bescheid, wenn die nächste spottgünstig da ist. Zwischen 50 und 1000 Millisekunden. Zwischen 50 und 1000 Millisekunden? Also ich liege bei... Ja, ab und an mal in die 50, aber ansonsten so zwischen 30, 40 irgendwie. Okay, das ist ja eigentlich normal, ne? Ja, ja. So ja, ist tatsächlich schon fast mehr. Normalerweise irgendwie 20, 30, aber. Nee, also bei mir geht's tatsächlich heute, muss ich gestehen. Okay, das ist gut. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Gerne. Gut, tschüssi. Tschüss. So. Wir stellen die jetzt einfach mal. Hier ab. Sagte er, ne? Läuft gerade und zack, war er zu langsam auf der Bremse. Ja, schade, dass sie sich fast nicht drauf eingelassen haben, ne? Aber klar, die müssen nachziehen mit ihrer Primus. Gucken wir mal. Ich hoffe, die kriegen nicht so viel Erlös von der 30. Ich hoffe, die haben einfach keinen Bock, das dreimal zu machen. Vor allem mit welchem Drescher? War gleich hier rum. Mann! Ja, wie gesagt, willst du sie veräußern? Aber welche dann? Da müssen wir erstmal eine, genau, müssen wir erstmal eine finden, die höher kann. Ja, wir machen einfach mal einen entspannten Aufruf. Liebe Leute, wenn ihr die Map kennt, spielt und eine geile am besten Hinterherziehspritze, das war das Wort eigentlich, was ich gesucht habe, habt, weil sie braucht Kapazität am besten. Die funktioniert. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, ob wir die vielleicht zur nächsten Woche mit draufnehmen können. Und unsere jetzige vielleicht doch. Ach, aber ich weiß nicht, ob wir sie vielleicht wieder veräußern. Wir werden es sehen. Aber es war eine teure Fehlinvestition dann. Wir gucken. Leider. Ja, alles gut. Hilft ja nichts, ne? Macht ja einfach keinen Sinn sonst. Wir sind gespannt. Ach man, jetzt bleib ich schon wieder auf der anderen Seite hängen. Ah, weil man damit endlich in die Ecken kommt. Ja, dann sparen wir halt ein paar Stellen aus, ganz ehrlich. Nein, ich bin doch so pingelig, ich will doch unbedingt alles spritzen, Mensch. Ja, kenne ich. Weil maximale Steigerung und Co. bin ich voll bei dir. Aber wenn es in dem Moment dann nicht passt und wir dann einfach nur irgendwo Zeit verlieren, weil man sich wieder rauskämpfen muss. Ja. Meine Spritze hängt auf dem Zone. Ja, dann einklappen vielleicht. Und die Spritze, die komplette? Ja, ich musste sie gerade einklappen und dann natürlich, weil ich am Zaun hängen geblieben bin, hat sich die verzogen auf dem Zaun. Ja. Soll ich mal nach Paul fragen? Ne, ich kann das schon selber, alles gut. Du kannst das schon selber. Entschuldigung, das war jetzt nicht böse gemeint. Nein. Nein, alles gut. Nein, so war das. Was liegt hier? Was? Ich dachte gerade, hier liegt das Auto eine Bahn. Einfach, wie kriegt der die denn dahin? Aber nehmt doch mal aus der Innenperspektive so aus. Ja, gerade wird es bei mir ein bisschen schwieriger hier mit dem Spielen. Bei dir auch? Nee, du, irgendwas ist ganz komisch heute. Der Mikro ist ganz. Also, du hast keinen Paketverlust, sehe ich gerade. Kein, aber dein Mikro hört sich irgendwie ganz komisch an. Mein Mikro hört sich komisch an, warum? So gekrussel. Gekrussel? Okay. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme nicht. Also wir haben vorhin Stappenbar aufgenommen, da habe ich ganz kurz mal reingehört. Weil ich ja auch VoiceMeter bei mir runtergeschmissen habe. Und dann natürlich die Soundeinstellung wieder komplett neu alles zu machen sind. Und da ging es eigentlich. Boxe, ich überlege gerade, wenn wir unser Ackergras an kein anderes Team aktuell verkauft bekommen, ne? Wobei Ron und Simon vielleicht, aber die werden uns... Achso, da haben wir ja schon mit denen gesprochen. Ich muss mal ganz kurz runter. Ja. Hängt da immer noch? Ah, er hängt immer noch, okay. Ja, liebe Zuschauer,
Schreibt mal gerne in die Kommentare, was wir mit dem Ackergras machen sollen. Ich würde die 200.000 einfach voll machen. Wie, ihr seht ja, wir sind gerade hier nochmal am Spritzen. Da kriegen wir nochmal ordentlich was runter. Habt ihr einen Vorschlag, was wir damit machen sollen? Wir haben zur Not immer noch die Option, es zu verkaufen. Der Preis ist aktuell nicht so geil mit 1200 irgendwas. Wir waren schon mal weit, weit rüber. Aber, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr damit machen würdet. Wenn Werner und Maschira es nicht nehmen, weil ich würde den Mais tatsächlich, glaube ich, selber pflücken. So, vorletzter Ladewagen dann hier auch. Ah, 4 Uhr schon wieder, ne? 20 Uhr schlafen. Mal gucken. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Das einzige Problem könnte unser großes Weizenfeld sein. Das müssen wir jetzt im Auge behalten. Dass wir das richtig abgedroschen bekommen, ne? Ist das immer noch nicht fertig? Nee, tatsächlich, da oben ist es, ne, und hier noch nicht. Komisch, komisch. Okay, müssen wir schauen. Ach, Motor starten, komm schon. So. Na, guck mal, Boxer hat's geschafft. Bringt er die jetzt schon selber zum Händler? Ich weiß es nicht. Ja, hoppala. Was macht denn hier mein Ladewagen hinter mir? So, Maschira denkt sich jetzt auch, der cheatet. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Hat alles geklappt? Ja, ja. Paul hat gesagt, die haben auch eine Querlinie, aber nicht zum Ziehen, sondern halt zum Dranhängen an Dreipunkt. Ja. Ist deutlich besser wohl. Ja, das... Hat halt nicht so eine Arbeitsbreite, aber ist... Auf jeden Fall, ja, besser von der Höhe. Ja, das Problem ist halt, ich denke auch von der Kapazität nicht ganz so geil, ne? Da kommst du nur auf 2900 Liter, glaube ich. Weil eigentlich brauchen wir ja nicht so viel auf einmal. Stimmt auch wieder. Okay, und günstiger wäre sie auch. Ja, müsst ihr es mal beobachten. Ich bin jetzt gerade da durch, aber... Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall Feld 10 im Auge, 8 im Auge behalten. Dass wir da zügig anfangen zu dreschen, wenn wir ja, soweit sind. Ne? Ja, weil die Zeit, die schreitet voran, ich weiß. Ja, ja, genau. Also noch habe ich tatsächlich keine Sorge, muss ich gestehen. Aber wir haben ja noch ein bisschen bis zum Schlafen. Aber irgendwann läuft sie uns schnell weg und wir brauchen einfach ja ein bisschen zum Ansehen. Ne? Ja. Da müssen wir gucken, ob wir das Stroh einfach untergrubbern und dann Gipi machen. Einer fährt eine Außenbahn und dann fährt direkt die Sämaschine hinterher oder so. Weil mit 13 Meter hast du ja bist du schlagkräftiger ja unterwegs. Und zumal wir glaube ich auch nicht mehr schaffen, das Stroh zu sammeln. Nee, wir brauchen es auch nicht. Also ja, natürlich, wenn du nichts zu tun hast, ist Stroh sammeln super und wenn der Preis toll ist, haben wir noch ein bisschen was verdient, aber unser Strohziel ist erreicht. Wir werden damit nicht mehr handeln. Von daher weg, 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 weg. Ja, aber ich meine, es gibt, wenn man Zeit hat, gibt es schon in Ordnung Geld. Ja, ja, aber nur wenn man Zeit hat. Und ich glaube aber nicht, dass wir die Zeit haben. Und selbst wenn wir um 19 Uhr fertig sein sollten, ne? Was wir, glaube ich, bisher noch nie geschafft haben, würde ich es erstmal egal sehen. Ganz ehrlich, dann haben wir 3 Ladewagen nicht verkauft, aber bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser den Fluss herunter. So, unten das Feld ist ja schon fertig angesät. Dann muss ich gleich mal gucken, ob wir da auch 2 Düngestufen drauf haben. Ich bringe jetzt noch einmal den Ladewagen zurück zum Hof. Ich würde dann schon mal den Drescher hochfahren. Hoppala, unseren Anhänger los hochbringen. Und dann haben wir es für die Session tatsächlich auch schon wieder geschafft. Ich bin eigentlich ganz stolz auf uns. Wir haben gut was runtergerockt. Ja, doch. Kann man einfach mal so sagen, ne? War schon nicht schlecht.
Oh, Ende schon. Jetzt schon. Wow. Alter, da hat er jetzt aber Druck auf der Leitung gefühlt. Gut, liebe Leute, wir gucken uns das beim nächsten Mal an mit dem Drescher hin und her fahren. Für heute sind wir fertig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt fleißig in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Montag wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.